Ja, genau. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga, mit mir, dem Philipp Drachenberg und dem Meister Yoda, der sich jetzt in die Wand reingebackt hat und deswegen gestorben ist. Ja, genau. Vorneweg kann ich schon mal sagen, Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Träumchen. So wie der Horstlich das sagen wird. Und deswegen würde ich sagen, fangt ihr mal an mit 80. Daumen nach oben. So. Genau, und ja, in der letzten Folge sind wir hier auf Kashyyyk angekommen, nachdem wir den Imperator als Mace Windu und Kit Fisto festnehmen wollte. Komischerweise waren die anderen Jedi-Ratsmitglieder nicht dabei, wir beide waren da nur dort und das ist schon ziemlich komisch gewesen. Ja, gut, ich hopp's dann mal hier raus und rette den Wookie jetzt hier vorne vor dem Dummbatze da vorne. Oh, die Form habe ich auch. Cool. So, sehr gut. Dann hätte mir jetzt mal hier kurz aufgeräumt. Ich repariere hier mal noch kurz die Deckung, falls da irgendjemand jetzt dann noch auf uns schießt. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist der Yoda mächtiger wie die andere. Ist ja natürlich im Kanon in der Geschichte auch so, aber irgendwie ist das jetzt komisch. So, bitte einmal noch. Ja, dich kann man wegrammen, dich brauchen wir nicht. Ja, bitte einmal repariere. Wir müssen ja die Rookies hier jetzt noch retten. Dankeschön, Spiel. Mist, jetzt habe ich unsere eigene Deckung wieder kaputt gemacht. Egal, bringt aber Geld, deswegen. Kein Problem, Philipp, falls du jetzt das negativ sortieren würdest. Ja, lieber Zuschauer, wie gefällt euch denn hier das Let's Play? Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Da wäre ich natürlich sehr froh, wenn ihr das machen würdet. Und jetzt würde ich sagen, rette mir den hier mal. So. Sehr gut. So, den hätte man erledigt. Ja, irgendwie spielt sich der Yoda ganz anders wie die andere Jedi. Ha. Hm. So, dann einmal hier entlang. Rennen wir mal kurz hier die Küste nach vorne. Dieser komische Druide, den habe ich sogar auch in echt als Lego-Set. Der ist kaputt. So, gut. Dann hätten wir jetzt mal den Teil. Dann rennen wir jetzt hier die Küste nochmal ein Stückle entlang. Und dann kümmern wir uns gleich natürlich auch um den letzten Wookie. Damit wir natürlich hier auch... Ja, Tarful, du kannst ruhig kämpfen, während der sich hier kurz aufräumen. Ich glaube, das muss ich gar nicht kaputt machen. Ja, dann lassen wir einfach das Wookie-Kanone-Boot sein. Vielleicht müssen wir das ja irgendwann noch benutzen. Und dann wäre es natürlich bescheuert, wenn ich das kaputt machen würde. So, weg mit den... hier. Außerdem muss ich ja hier noch ein bisschen was aufheben für unser schöner Guide. Ah, ich glaube, ich muss sogar in das Kanonenboot reinsitzen. Geht es? Nö, schade. Jetzt hätte ich schon gedacht, wir könnten da reinhocken. Aber nee. So. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt dann darauf, dass ich gleich danach noch, wenn ich hier fertig bin, noch ein bisschen Jedi Fallen Order spielen kann. Ja, währenddessen das dann hier alles rendert. Ja, genau, und das will ich dann machen. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ah ja, übrigens noch vielen Dank für die 119 Aufrufe auf meinem Papagei Stop Motion Speed Bild. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass in meinem Tropical Papagei hier eine schöne Freude gemacht hat. Das steht übrigens gerade auch links unter meinem Monitor auf dem Standfuß und schaut mich gerade an. Also sehr nettes Modell, für 5 Euro kann man natürlich nicht sehr viel falsch machen. Baum wie Killin. So. Und der Kyberkristall hier unten werde ich mir jetzt auch nicht entgehen lassen. Wenn wir schon dahin sind, dann hole ich mir den jetzt auch. So. Ist ja nur kurze Hops-Aktion. Das sind wir natürlich fertig. Hopp, 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 hopp. Dankeschön. Kleine Erfrischung, vielen Dank. Eine kleine Erfrischung hätte ich vorgestern vertragen können. Ich habe nämlich dort auf dem Trampolin geschlafen, weil... Was
grumme Wetter. Es war natürlich sehr warm, aber nachts wird es dann langsam kühler und dann wird es nicht mehr so angenehm wie der Morgenfeuchte oder wie das heißt. War es dann auf jeden Fall der Morgen so ein bisschen nass, aber ja, war ganz nett. Und gestern war ich noch auf dem Jahreskonzert von unserem Musikverein. War auch sehr cool. Und ja, so. Sehr gut, dann einmal noch dich. Wo sind wir denn eigentlich hier? Wir sind Mitte am Rand der Karte. Und, okay, sehr gut. Wollen wir denn eigentlich mal die andere Rette? Nö. Mir habe ich ja gesagt, wir erkunden hier nochmal. Ja, wir sind hier in so einer sehr schönen Sumpfebene. Ich finde es sehr schön. Das würde ich auch gerne mal in echt erkunden. Finde ich ganz nett. Ich bin auch eigentlich ein Wanderfreund. Wenn es nicht zu heiß ist und ich gerade schon wieder das Sonnenbrand bekomme, finde ich das eigentlich ganz nett. So. Ja. Dann. Wieso machst du dir jetzt da weh, Yoda? Ganz ehrlich. So, dann. Ah, okay. Jetzt sind wir auf der Rückseite von dem. Dich können wir gleich zerstören. So, du bist sowieso böse. Baumbickeling. Ey, stell. Ich glaube, der despawnt wieder. Ah, doch, der. Nee, jetzt ist er, glaube ich, tot. Aber spawnt er jetzt gleich wieder. Ich glaube, der ist jetzt tot. Da hatte man ja jetzt Glück. Dann hier hoch. Hier haben wir das so Baumeingang. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt nutzen. Hier drin waren wir ja schon. So, Tafel, alles klar. Dann schauen wir mal weiter hier. So. Ah, und falls ihr irgendwelche Spielwünsche oder so irgendwas habt oder Lego View Wünsche oder sonstiges, nutzt gerne die Kommentarfunktion und schreibt mir da gerne was rein. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen, wenn ihr irgendwelche coole Ideen hättet. Ja, hier auf dem Baum waren wir ja schon. Das hat eben erkundet. So. Aber ich glaube, auf allen Bäumen waren wir nicht. Liegt das jetzt das am neuen Update, dass ich so stark bin, oder ist das jetzt echt wie Yoda? Ja, genau. Dafür könntet ihr jetzt auch die Kommentarfunktion benutzen und mir sagen, ob ihr das wisst. Oder irgendwie hörst du dich so an, als hättest du irgendwo Schade. So, dann. Ja, irgendwie komisch, dass der alte Jedi-Großmeister da jetzt hat. So. Ups. So. Ich würde sagen, wir machen es dann langsam jetzt mal hier auf den Weg, den Rookie da noch zu retten. Wir sind hier auch schon auf der Rückseite von dem ganzen Konstrukt. Und dann haben wir natürlich hier alles schön erkundet, so wie es sich gehört. Boah, ich hätte auch eine coole Idee für meinen Kanal. Wie wär's denn mit so einem Koch- oder Backformat? Wie fändet ihr denn sowas? Ich habe überlegt, ob ich sowas mache oder ob ich vielleicht auch mal so Film-Reviews oder sowas mache. Ja, mal sehen, vielleicht interessiert es jemand. Vielleicht könnte ich das ja dann auf Englisch machen, wobei, da bin ich jetzt nicht so sicher. Ja, so. Boah, eine Synchro wollte ich mal gern machen vom Film. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, was ich das, wo ich das dann am besten hochlade. Weil, mein Hauptkanal wird wahrscheinlich das nicht vertragen, weil es verstößt natürlich auch gegen das Urheberrecht, weil ich natürlich auch das Vitro-Material benutze und nur meine eigene Soundspur drunter lege.
Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Also, falls ihr da irgendwie Bescheid wisst, dieser Zuschauer, liebe Zuschauer insgesamt, informiert mich gerne. So, dann sind wir auch gleich soweit. Ich will nur mal kurz nach da die Pilze hier wegballern. So. Alles, was ich jetzt kaputt mache, können die Separatisten nicht kaputt machen. Aber das ging irgendwie jetzt schon schnell. Wir sind schon bei der Rache der Sith. Der Anakin ist jetzt schon langsam mit Darth Vader. Das heißt, wir haben die Prequels fast schon durchgespielt. Boah. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so wirklich auf die Sequels freue. Ob ich mich jetzt auf die freue kann, aber... Ja, wenigstens haben wir das dann auch gespielt, was ich dann davon noch nicht kannte. So, dann machen wir doch einmal noch mal hier kurz einen schönen Ausflug. Hier hoch, wenn ich das überhaupt kann. So, komm mal her. Oder brauche ich dazu zwei? Ja, wir probieren es mal. Dankeschön, kurz. Klettern. Ich würde sagen, die Dinger leveln wir jetzt dann mal. So, Dankeschön für den Überkristall und ich will jetzt kämpfen. Lange noch nicht vorbei, diese Schlacht. Mit deinen Anführern. Wieso kann ich jetzt nichts abschießen? Oh, hallo Chewbacca. Und wegen dem kurzen Abenteuer hier darf ich jetzt die Kanonen nicht mehr benutzen. Ja, okay, vielleicht darf ich sie ja nachher nochmal nehmen. Und geht weg. Oh, republikanisches Kanoneboot Lander Shuttle. Sehr schön. So, wo müssen wir denn jetzt lang? So, dann einmal hier entlang. Ah, genau. Bin ich froh, dass wir da gerade eben noch nicht hoch sind. Wahrscheinlich hätte mir jetzt nochmal hochlaufen können. Aber jetzt müssen wir natürlich das Ganze hier erkunden. Und dann mit dem Teil. Halt, Yoda, was machst denn du? Du Kasper. Für was sind denn da die Springteile, Meister? Dass du dann daherkommen kannst, dass du dann die Dinger da nicht benutzt. Oder wie muss ich das jetzt verstehen, du Holzkopf? Kollege Turnschuh. Entweder du benutzt jetzt die Dinger oder mir lass es. Sag. Okay, und was hat uns das jetzt geahnt? Da unten ist eine Lilane. Sehr gut, das hat sich sehr gelohnt. Wo geht's hier entlang? Ich glaube, da kann man nach unten springen. Gut, dann hätten wir jetzt hier den ganzen Weg nochmal. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal machen. Aber für eine 10.000er Münze ist das natürlich keine schlechte Option. Da oben müsste irgendwo bestimmt auch nochmal ein Kyberkristall liegen. Beziehungsweise Kyberstein. So. So. Boah, ich hätte mir echt eine lange Hose anziehen. Ups. Ich hätte mir echt eine lange Hose anziehen sollen. Gerade hier ist irgendwie schon ein bisschen kalt mit einer kurzen Jogginghose. Ja, egal. Darum aufnehme ich das ja auch nicht mehr so wichtig. Jetzt trotzdem mal hier durch. So. Ja, wo ist er denn jetzt, der Chewie? Ups, jetzt bin ich runtergeflogen. Haltet jetzt mal. So, Meister. Dann tun wir jetzt mal so, als wäre ich da richtig runtergekommen. Also, beziehungsweise runtergeflogen. Jetzt mal hier. Ja, tu mir einfach mal so, als wäre ich da nie runtergefallen.
und laufe jetzt in die richtige Richtung. Dankeschön. So, ich hätte gerade gedacht, es wäre allerdings gewesen Aufzug. Aber ich glaube, sowas gibt es auf Kashyyyk mit 3Y gar nicht. Hm. So, dann nochmal hier so eine kleine Treppe hoch und dann müsste mir eigentlich gleich zum Chewbacca kommen. So. Oh, wir sind schon bei 2 Billionen. Aua. Hä, was ist denn das jedes Mal, weshalb du stirbst? Das ist voll komisch. Ich mache ja da nichts Spezielles eigentlich. Hm. Hier haben wir nochmal einen Ausdruck. So. Da kann man noch runterschauen. Oder runterklotzen. So. Dann einmal hier hoch. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder Angst, dass du da runterfallst. So wie ich dich kenne, Yoda. Wärst du nämlich da jetzt auch runtergefallen, hätte ich nicht aufgepasst. So. Dann dich noch bitte. So. Lalalala. Ja, wenn euch das Video bisher gefällt und nämlich gerne unterstützen möchtet und ihr gerne mal nicht irgendjemand so langweiliges als YouTuber anschauen möchtet, dann schaut doch einfach mein Video hier an, abonniert mich, lasst gerne Like und ein Abo da. Und ja, wie kriege ich jetzt den Apparat hier auf? Ah, irgendwo muss ich noch auf den Knopf stehen. Jawohl. Super. Man stirbt da einfach nicht und kann den ganzen Weg dann einfach nochmal laufen. Das ist natürlich auch sehr nett geregelt, Spiel. Dankeschön für gar nichts. Und ja. Ja, okay, das lasse ich jetzt noch drin. Das dauert ja nicht. Wald. Och, Mann, oh, das ist halt gemein. Sprich mit den Wookies in der Kommandozentrale auf Kashyyyk. Ja, gib Gas. So, aber wenigstens können wir jetzt hier reinklettern. Ja, das stimmt, da waren wir ja vorhin schon mal. Im Baumwikilin, oder wie der heißt. Waren wir ja bereits. Jo, da! Du inkompetenter Depp. Ganz ehrlich. So. Was hat denn der jetzt gerade gehabt? Wieso bin ich jetzt da gerade wieder runtergefallen? Ich glaube, der Yoda hat irgendwas geraucht. Oder hat da zu viele Sumpfschnecke geraucht. Und jetzt bringt er auch noch seinen Kumpel um. Yoda, ich glaube, der hakt's. Ja. Yoda, Yoda, Yoda. So. Sehr schön. Zack, 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 zack. Einmal kaputt, putt, 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 kaputt. So. Was haben wir denn hier? Metroide, Teile, Ersatzlager. Brauchen wir alles auch nicht. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass hier nicht, dass hier überall dieselbe Sache stehen. Aber sonst eigentlich ganz super, wie das so hier gemacht ist. Tut mir leid jetzt hier für die Hähnchen. Die hätte ich jetzt gern in echt gegessen, aber ja. Gut, dann machen wir uns doch jetzt mal hier auf den Weg. Ohne dass mir am besten runterfalle. Ja, sehr gut. Da bist du auch schon mal super durch. Damit können wir uns nachher noch einen Turm bauen oder vielleicht. Hä? Irgendwas stimmt da. Jo, da. Was ist jetzt mit meiner Mausempfindlichkeit? So. Jetzt gehen wir nicht auf der Johannisbeersaft. So. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt gerade auf dem gerade Weg oben zum Chewbacca. Und lasse den Rest jetzt hier. Bevor ich wieder irgendwo ganz, ganz von oben runterfall. Und dann nochmal hochlaufen darf. Deswegen jetzt auf hier zum Chewie. Ja, ich denke mal, die Mission werden wir dann nächste Folge starten müssen. Ja, ich
denke mal, die werde ich dann noch komplett durchspielen in der eine Folge. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Tag. Macht was draus. Und ja, genau. Vielen Dank fürs Ansehen. Lasst gerne Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Und ja, deswegen empfehle ich euch ein kostenloses Abo da zu lassen, damit ihr mehr dieser schönen Videos hier sehen könnt. Vorausgesetzt, ihr findet die Videos schön. Und ja, dann wünsche der Juda und der Tarful euch jetzt noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder auf Kashyyyk und wir starten dann dort die Mission. Ciao!